Wupp, wupp, wupp. Willkommen zu einer neuen Aufnahme von mir, Sora Hawkins. Wie ihr schon seht, wenn ihr es erkennt, wir machen heute Puffins. Das sind in Pokémon essbare Teilchen, die ihr selbst manchmal selber backen könnt und dann euren Pokémon zu essen geben könnt. Die haben unterschiedliche Farben und geben deshalb auch unterschiedliche Kräfte, wenn man das so sagen kann. Und wir fangen jetzt mal an. Ihr braucht 125 Gramm Quark, 125 Gramm Joghurt, ist egal welcher Joghurt, Nürjoghurt, Milch, Magerjoghurt, bla bla, ist egal. 90 Gramm Zucker, dann braucht ihr 250 Gramm Mehl, wenn man das sieht, sieht man das? Gut. Ein halbes Päckchen Vanillezucker. Oh, da steht Backpulver. Okay, ein halbes Päckchen Backpulver, ein halbes Päckchen Vanillezucker. Dann braucht ihr verschiedene Marmeladensorten, Arten, keine Ahnung. Food, Coloring, grün, gelb, rot und blau. Und verschiedene holländische Sprinkles. Aber ihr könnt auch ganz normale benutzen. Okay, das war's. Dann fangen wir mal an. Zuerst 125 Gramm Quark. Dann kommen ein halbes Päckchen Vanillezucker. Jetzt habe ich alles reingetan, super. Und ein halbes Päckchen Backpulver. Scheiße. 80 Gramm Zucker, normaler Zucker. Wenn ihr schon ein ganzes Päckchen Vanillezucker reingetan habt, wie ich, müsst ihr das halt so machen, dass ihr dann weniger normalen Zucker nehmt und dafür den Vanillezucker dann gleich lasst. Versteht ihr das? Also, ich habe jetzt weniger Zucker genommen, dafür aber mehr Vanillezucker. Ich glaube, das ist dann klar. Dann kommen dazu 250 Gramm Mehl. Und was ich ganz vergessen habe, 25 Milliliter Sonnenblumenöl. So. Und wer fragt sich jetzt, hey, was sind eigentlich Puffins? Ich habe nachgeguckt und Puffins sind eine Mischung aus Pokémon und Muffins. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht so richtig, was das soll, aber hey, scheiß drauf. Okay, und das müssen wir jetzt alles vermischen. Bevor ihr mit dem Mixen anfangt, solltet ihr aber erst das Mehl ein bisschen unterheben, weil ihr wisst ja, wenn ihr mixt und dann Mehl halt oben ist, dass es dann so eine riesen Puff-Mehlwolke gibt. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja das Mehl behalten. Und deshalb mixen wir erstmal ein bisschen rum. Das kann jetzt aussehen, als ob es zu viel Mehl wäre, aber das kann eigentlich gar nicht sein. Und deshalb mixen wir weiter. Es soll ja auch so eine schmierige, klebrige Masse werden. Deshalb, ja, geht das schon einigermaßen. So, wenn das jetzt so ein bisschen hier so rumgemixt ist, können wir anfangen zu mixen. Dann sollte der Teig ungefähr so matschig sein, aber es sollte nicht an den Händen kleben bleiben. Also ein bisschen schon, meine Fresse, aber nicht so wie, was klebt dann an den Händen? Honig. Ja, das war jetzt total gut. Und dann sollte es so sein. So, und jetzt teilen wir, weil wir fünf Farben haben, den Teig in fünf auf. Ja, das mache ich jetzt mal schnell. Okay, ich habe jetzt keine grüne Schüssel, deshalb ist grün jetzt eine blaue, gelb, gelb, blau, blau und rot, rot. So, und die Farben vermischen wir jetzt. Da ich körnige Farbe habe, also Pulverfarbe, würde ich erstmal ein bisschen Wasser zugeben, um das schön zu vermischen. Und dann erst den Teig da reingeben. So, und dann wartet ihr, mixt ihr halt so lange, bis das hier so eine schöne Orangen-Juicy-Farbe ergibt. Also bis es nicht mehr sich so anhört, als ob ihr auf Sand reibt. Weil das der Teig so richtig schön gelb wird, deshalb machen wir jetzt so Mitschi. Das wird eine riesen Kleberei, aber ich will, dass der Teig so richtig schön gelb wird. Ja, und meine Hand auch, super. So, das ist die krasseste Farbe, weil die bleibt so krass an euren Händen, also an euren Fingerchen kleben. Das ist unglaublich. Die kriegt ihr auch nie wieder ab, die Farbe. Also, nie wieder ist jetzt übertrieben, aber
Ja, die hat schön in sich die Farbe. Das werdet ihr auch gleich merken, wenn sie gleich mal kommt. Also man muss nur genug kräftig mixen und dann kommt die Farbe schon. Oder auch nicht. Ja, das meine ich. Sieht aus, als hätte ich einen Tintenfisch gekillt. Aber dann sollte der Teig eigentlich schön blau werden. Bla 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 ist alle meine Kleider. Also hier sieht man nochmal hier die, was es alles gibt. Es gibt bitter, spicy, sweet, dry, sour und multiple choice. Und ich habe jetzt die hier gemacht. Also ich habe jetzt das Rot ist mir am schlechtesten gelungen, wenn ihr das mal kurz seht. Ich hol's mal. Das Rot ist mir leider am schlechtesten gelungen. Dann kommt Blau, dann kommt Grün, dann kommt Gelb. Und ich habe die jetzt geteilt, das mache ich jetzt auch nochmal. Okay, und jetzt kommt eigentlich der beste Teil. Ihr könnt, müsst aber nicht, die mit Marmelade füllen. Und das geht eigentlich ganz einfach, wenn ihr, also ihr wisst ja, wie die Puffins aussehen. Die sehen nämlich so ein bisschen aus wie Zitronen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall macht ihr die halt rundlich und an den Seiten ein bisschen länglich. Halt wie Zitronen, wie ihr, wenn ihr eine Zitrone machen wollt. Ungefähr so. Dann macht ihr hier ein Loch rein, wenn ihr müsst nicht, wie gesagt. Und dann macht ihr, ich habe hier was ganz Feines, Rosenmarmelade. Ich krieg sie nicht auf. So, von meiner Nachbarin, danke nochmal. Das ist echt lecker, also selbst gemacht. Die hat die Rosen selbst aus ihrem Garten genommen. Und dann tue ich hier mal nicht so viel. So ein bisschen rein. Deshalb könnt ihr auch mit dem Zucker ein bisschen sparen, wenn ihr wollt. Weil, ne, die Marmelade ist ja schon süß. Und dann... so ein bisschen wie eine Teigtasche wegnehmen, das Zeug, seht ihr das so? Dann sollte auch nichts mehr rausfallen, ungefähr so. Dann noch ein bisschen in die Form bringen. Wir wollen das ja schön werden und halt keine Fingertapsen zu sehen sein. Die gehen noch hoch, deshalb ist es egal, wenn die platt werden. So. So, so, ungefähr so. Und das macht ihr jetzt mit allen anderen. Ich mache auch ein paar ohne irgendwas, weil kann ja immer sein, dass mal was schief geht. Und dann habe ich keinen Bock, dass die vielleicht aufplatzen oder so. Ich mache das Rezept ja erst zum ersten Mal. Und dann sehen wir uns gleich. Die Puffins dann für 25 Minuten auf 200 Grad in den Ofen. Nach 20 Minuten, nicht 25 Minuten, sollten sie dann so wundervoll aussehen. Tada! Okay, der ist hier ein bisschen unten ausgelaufen, aber sonst sehen die doch eigentlich ganz gut aus. Und jetzt müssen wir sie nur noch mit ein bisschen Streusel verfeinern. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Hier sieht man, dass es rote, grüne, blaue, weiße Streusel gibt und... im Anime gibt es halt auch schwarze Streusel. Deshalb habe ich mir überlegt, ich habe hier Schokostreusel und hier diese Zuckerstreusel, wenn man die hier sieht. Genau. Und die verteile ich jetzt drauf. Nehmt dazu einen Löffel und ein bisschen Honig. Und dann macht ihr die Unterseite mit dem Löffel, wenn das funktioniert. Hier. Und verstreicht das bisschen auf euren Puffin. Gut. Und dann nehmt ihr eure Streusel und tut sie hier drauf. Die halten dann dadurch besser. Und man muss hier kein Ei nehmen. Ich habe auch schon gesehen, also es gibt schon ein Rezept davon, aber die nehmen Hefe und sowas und du musst dann einen Tag warten, bis die fertig sind und so. Und die sehen eigentlich genauso aus wie die hier. Dann dachte ich mir so, nee, und die bestreichen das auch mit Ei und dann glänzen die so. Und das ist eigentlich gar nicht süß, was die machen. Ich mache ja meistens süß. Und da dachte ich mir so, ach, egal, ich mache das jetzt nach mein Dings. Das könnten auch ganz normale...
Ich habe jetzt ein Rezept von Quarkbrötchen genommen, aber dadurch, also ich wusste, dass die Dinger nicht aufplatzen, also nicht so richtig aufplatzen, hier sind ja schon Risse. Und bei den anderen sind die meist aufgeplatzt. Und da dachte ich mir, fuck, mach's besser. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Jo, das finde ich ziemlich gut. Ich mache noch die restlichen und dann sind wir fertig. Und von denen ab zu denen! Woo! Ja, und sie sehen echt gut aus, auch wenn man das mit dem Licht nicht sieht. Das ist hier schön gelb geworden. Richtig schön. Schön blau, rot, grün. Ja, und ich mache mal hier den hier auf. Der ist hier gefüllt. Ich reiß den mal hier auseinander. Richtig schön soft von innen und ja, ich probiere jetzt mal. Richtig geil. Also, probiert's aus. Die sind richtig gut geworden. Das Rezept ist ungefähr für 2, 4, 6, 8. 8 Poffins und ja, ich hoffe, euch das hat gefallen, also euch hat das Rezept gefallen. Und wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Ideen habt, die ich vielleicht nächstes Mal machen kann, dann überlege ich mir was und backe das dann für euch. Okay, danke fürs Zuschauen. Tschüss!